I got 99 problems, and they all bitches. Wish I was digging, man. Carefree living, but I'm not Sean or Martin Louis. I'm the Cleveland nigga, rolling with the Brooklyn boy. You know how I be when you start living large. I control my own life. Charles was never in charge. No sitcom could teach Scott about the drama or even explain the troubles that haunted my mom. On Christmas time, my mom Christmas grind got me most of what I wanted. How'd you do it, mom? Yo, yo, yo. Kinners. Willkommen zurück. Ihr seht, die Weihnachtsdeko ist ab. Ich finde, das sieht aber echt ein bisschen nackig jetzt aus. Ne? Das hat mir vorher echt besser gefallen. Ja, willkommen im neuen Video. Also ich überlege mir noch irgendwie, ob ich hier irgendwas noch drumherum mache. Übrigens, das sind meine alten Kleiderschranktüren. Da sind so Spiegel aufgeklebt und ich dachte mir, das sieht cool aus, wenn ich das hier so hinbaue. Aber das hat mir mit dieser Girlande echt besser gefallen. Ich überlege irgendwas, keine Ahnung, ich überlege generell, diesen Raum zu verändern. Weil er geht mir auf den Sack. Er sieht immer gleich aus. Aber es ist halt so, wenn du immer in den gleichen vier Wänden trainierst und die können für manche noch so groß wirken, für dich wird alles irgendwann immer kleiner, 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 langweiliger, monotoner. Und wie gesagt, ich stecke da immer noch drin. Ich habe ein bisschen mehr Motivation. Ich habe bei meinem Training auch was umgestellt. Aber so richtig Feuer und Flämmchen bin ich noch nicht. Aber ich habe halt auch eigentlich wirklich Bock, hier was zu verändern in dem Raum. Ich überlege halt bloß die ganze Zeit, ob sich das überhaupt lohnt. Zwecks Umziehen, ne? Also wenn man die ganzen Wände wirklich schwarz streicht, die müssten danach alle wieder weiß gestrichen werden. Das könnte man sich natürlich überlegen, alternativ irgendwie nur eine schwarze Folie oder so zu kleben. Sieht aber auch nicht so geil aus. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Und der nächste Faktor ist auch Geld. Ich habe jetzt auch nicht extrem viel Geld dafür. Zumal das Geld auch eigentlich für den Kabelturm gedacht war, der aber die ganze Zeit nicht verfügbar ist bei SQMIS. Also, scheiß drauf, der Kabelturm wird jetzt wahrscheinlich eh erstmal nicht. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich sollte vielleicht nicht über Dinge sprechen, von denen ich selber noch keinen Plan habe, Kapi. Also, ich habe was verändert. Wegen der Beuge und dem Deadlift, ne, weil das jetzt immer knuspriger wurde. Also, zum einen habe ich jetzt Deload gehabt. Ich gehe heute wieder mit vollem Volumen rein. Und habe umgestellt, was habe ich denn umgestellt, Kavalierkäppchen? Ich habe Volumen beim Deadlift runtergenommen, das heißt in den Assistenzen habe ich überall Volumen weggenommen. Das zum einen. Dann habe ich im Deadlift und, ja doch nur im Deadlift, nicht in der Beuge, also nur im Deadlift, jetzt mit Top-Sätzen und Back-Off-Sätzen drin. Das heißt, ich mache das, was ich sonst gemacht habe, nur einmal in einem Satz schwer. Und danach mache ich die drei Back-Off-Sätze leichter. So erhoffe ich mir da Ermüdung, dass ich da nicht so krass Ermüdung ansammle. Ne? Weil ich vermute, dass der Deadlift bei mir hart Ermüdung ansammelt, wenn ich viele Wiederholungen mache mit viel Intensität. Das ist gerade meine Vermutung. Und mit diesem Konstrukt will ich ausprobieren, ob ich da richtig liege. Jetzt darf man wieder nicht vergessen, ich habe auch noch eine andere Parallele geändert, nämlich Volumen weggenommen. Ja, ich weiß. Aber ich bin immer so, ich ändere meist immer zwei Faktoren und nicht nur einen. Aber das probieren wir jetzt mal aus. Das heißt, ich mache heute am Tag 2 beim pausierten Deadlift im Backoff-Satz dann minus 20% weniger. Also richtig, richtig leicht und auch mit einer Rep mehr. Das heißt, im Topsatz mache ich 6 Reps. Also mache jetzt mit dem Gewicht, steigere das Gewicht weiter, wo ich jetzt schon war. Und im Backoff-Satz mache ich dann halt nur 7 Reps mit 20% weniger vom Topsatz. Und an Tag 4 mache ich auch im Topsatz mit dem Gewicht weiter, wo ich jetzt schon war. Steigere mich da weiter, mache aber nur noch 5 Reps. Und in den Backoff-Sätzen nehme ich dann 10% weg, mache eine Rep mehr, also 6, und guck mal, wie das läuft. Weil der Tag 4
ist ja der schwere Deadlift-Tag. Deswegen nehme ich da nur 10% im Backoff weg. Der Tag 2, der pausiert, ist der leichtere Deadlift-Tag. Deswegen nehme ich da wesentlich mehr weg im Backoff. Genau. Bei der Beuge glaube ich, dass es mit meiner Empfindung zu tun hatte, weil wenn ich mir diese Beuge im Nachhinein angucke, die sieht super leicht aus, sind wir mal ehrlich. Das, was ich da mit einer ARIA 1 oder 2 einschätze, da würde manch einer wieder 5 sagen, und ich kenne das Spiel ja schon aus den letzten Hypertrophie- und Kraftblöcken, dass das immer super easy aussah und es sich einfach nur ekelhaft schwer angefühlt hat. Und daran muss ich mich immer noch gewöhnen bei der Beuge. Es ist so, ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Weil sobald du halt wieder in den nächsten Block reingehst und mit weniger Gewicht reingehst, entwöhne mich dann wieder von diesem Gefühl. Und sobald es dann wieder schwer wird, muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ah ja, das war ja so, das ist normal. Ne? Deswegen bei der Beuge mache ich erstmal ganz normal wie geplant weiter. Ich ändere da nichts. Da ändert sich dann wirklich erst im Kraftblock was, dass dann halt Topsätze wieder reinkommen. Ne? Aber vorher nicht. Ja, und im Kraftblock kennen wir ja, ein bisschen Volumen geht dann auch wieder raus. Und sozusagen ist ja jetzt... die Wochen, die ich jetzt noch habe vor dem Kraftblock, sind ja genau der Übergang in den Kraftblock rein. Und deswegen mit den Anpassungen, die Anpassungen sind schon sehr ähnlich zum Kraftblock dann letztendlich. Und das sollte gut funktionieren. Ich werde jetzt auch schon im Warm-up ein bisschen mehr machen, weil ich mir dadurch erhoffe, dass dieser Schmerz in meinem unteren Rücken oder mein unterer Rücken halt einfach generell besser aufs Heben vorbereitet wird. Der sich doch sehr bemerkbar gemacht hat die letzte Zeit. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich mache einfach am Anfang auch ein paar Sideplanks und sowas, also so Kopenhagen-Plank jetzt nicht unbedingt, aber obwohl könnte man auch machen. Ja, doch eine Kopenhagen-Plank am besten, dass der Abduktor mit aufgewärmt wird. Dann auch mal eine richtige Plank und so ein bisschen, da schon Hip-Thrust einbeinig nochmal, einfach um den ein bisschen aufzuwärmen, bevor wir loslegen. Aber erstmal müsst ihr loslegen. Happy. Now when the sun come up, I'll be there to say what up in the morning. Brush my teeth, find that clip I've been looking for since last night. I feel so caught up in the bud. I float somehow in my bedroom. Turn around, see myself in the mirror. I guess I'm cool. And those happy thoughts in my head, I'm feeling like I'm Peter Pan. Minus the tights and the furs. Happy to see how far I've come to the same place. It began my dreams, imagination. At peace, so I move along a bit higher. I'll be up a bit away, up a bit away, 'cause they gon' judge me anyway. So whatever, I'll be up a bit away, up a bit away, 'cause they need to judge me. Weil viele Anfänger schon sagen, ich will jetzt einen individuellen Trainingsplan. Und ich hab's halt sehr oft, dass ich Anfragen bekomme von Anfängern und leicht Fortgeschrittenen, die einen individualisierten Trainingsplan haben wollen, die aber gar keinen brauchen. So, weil sie erstmal basic Programme machen können, das Kilo für Kilo Programm zum Beispiel, weil das diese Sache richtig macht. Und dann später, umso besser sie werden, weil ganz oft sage ich, du, tut mir leid, ich kann für dich nichts tun, aber hier hast du das Programm, trainier das, ich zahle dir die Differenz auf und dann kannst du mir das dann nochmal zurückschicken bei Fragen und stellst dir ein oder so. Und dann reduzieren wir das mit der Übungsauswahl. Und dafür sind alle meine Programme, auch die Anfängerprogramme, immer individualisierbar in der Übungsauswahl. Das ist wichtig. Du kannst auch Sätze und Wiederholungen anpassen, ne? Und die Zykluslänge anpassen. Aber das sind erstmal Dinge, die meisten Anfänger brauchen es gar nicht. Und die Fortgeschrittenen, die können das dann ganz gut gebrauchen, weil da wird dann auf einmal auch relevant, ja, oder beziehungsweise um diese Erhebung nachzuhalten, wird relevant. Bruder, ohne Scheiß. Ich habe die gemacht. Ich dachte mir, what the fuck? Wie leicht waren die bitte? Der Deload hat gezogen, alles geil, mega leicht, es läuft wieder. Dann setze ich mich hier hin, gucke mir das Video an und sage mir, ja Mann, die sahen wirklich super leicht aus. Und denke mir so, waren es so 5 Wiederholungen? Zurückgespult. Bruder, ich habe einfach mal eine Rap vergessen. Ernsthaft?
Oh, ich habe mich voll verzählt, ne? Dieser Moment, wenn diese Freude in wieder überschwingt. Egal. Okay, ich habe eine Rap zu wenig gemacht, dafür wird es dann halt nächste Woche umso perverser, aber egal. Egal. Die waren wieder leicht. Jesus. Und auch, ich habe am unteren Rücken gar nichts gemerkt, also ich werde das mit dem Warm-up beibehalten. Offensichtlich hat der Deload auch gezogen. Und ich glaube auch, dass die Variation, wie ich es jetzt mit der Intensität mache, mit den Top-Sätzen und leichten Back-Off-Sätzen auch ziehen wird. So, wir machen jetzt gleich die 75 Kilo auf 7. 7. Ohne Scheiße, so leicht war ich schon lange nicht mehr. Also, der Plan ist auf. I learn, I see the dreams I made, so I'm cooler now. I can take care of my mom, I'm a lonely Suri, so sing along, little mama. You ain't gotta worry about no drama, no. I provide for friends and fam and fans, I cook a city grinding, man. Stay afloat, the kids hope. I never let a motherfucker break me, dog. Who gives a fuck if a nigga don't like your steez? Tell them myself you're in your tees. We don't care what people say. So, Deadlift übertrieben leicht. Also die 75 Kilo auf 7. Puh, absolut Luft. Aber auch bewusst halt so gewählt. Ne? Das ja, habe ich ja bewusst gemacht, um Volumen reinzukriegen, ohne aber mich mit der Intensität aus dem Leben zu schießen. Aber es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, wirklich. Ich bin jetzt auf der Bank und es kommt natürlich wieder zum Vorschein. Es ist immer noch nicht weg. Sobald ich halt Bankdrücken mache, kommt es wieder. Deswegen mache ich bewusst die Tempobank heute auch leichter. Eigentlich hatte ich 52,5 geplant. Ich mache jetzt aber 47,5 auf 6 und arbeite mich dann da langsam wieder hin, weil die Schulter muss sich halt nach wie vor erstmal noch erholen. Ne? Die ist immer noch sehr schnell wieder, dass die so ein bisschen schmerzt. Ne? Und ich sag mal so, achtet mal auf meine Füße. Klar, dass ich irgendwann auch auf den Zug der flachen Schuhe aufspringe. Nee, aber mal ehrlich, ich habe vorhin, also ich vergesse es oft direkt danach, die Schuhe zu wechseln und bin dann schon oft an die Bank gegangen und dann, oh stimmt, die Schuhe wechseln. Mhm. So, und ich habe ja die letzte Zeit schon immer festgestellt, dass ich mit meinen Romaleos, mit dem Keil hinten, irgendwie Probleme habe, den Fuß richtig auf den Boden zu kriegen. Also vor allem der rechte ist total oft in der Luft und ich kann den gefühlt nicht platzieren und habe vor allem auch gar kein Gefühl, ob der Hacken am Boden ist. Und das könnte natürlich daran liegen, dass ich hier einen schrägen Boden habe. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, come on, scheiß drauf, probier's doch jetzt einfach mal aus mit flachen Schuhen. Und siehe da, funktioniert super. Bruder, ich brauche die gar nicht mehr beim Bankdrücken. Ich habe die damals eigentlich auch nur angezogen, weil ich damals gelernt habe, die Füße mehr nach vorne zu nehmen und die Füße flach auf den Boden zu stellen. Ich habe davor immer nur die Zehenspitzen auf dem Boden gehabt und der Hacken war komplett in der Luft und musste mich erst daran gewöhnen, den Fuß komplett flach auf den Boden zu legen. Und da haben mir halt diese Gewichtheberschuhe extrem bei geholfen, um das hinzukriegen. Aber mittlerweile brauche ich die überhaupt nicht mehr. Ich kann easy mit flachen Schuhen jetzt Bankdrücken, ja. Ich werde das jetzt auch beibehalten, weil jetzt ganz ehrlich, immer dieses Schuhwechseln ist auch extrem anstrengend. Ich
Ich habe jetzt den letzten Satz nur mit 40 Kilo gemacht, weil das in der Schulter doch sehr unangenehm ist. Und mir fällt auch auf, dass ich bei der Tempobank mittlerweile sehr unsauber arbeite, also sehr schnell bin. Ich halte das Tempo gar nicht mehr wirklich, ich halte die Pause auch gar nicht wirklich. Entweder bin ich einfach nur wirklich total schluderig geworden oder es liegt an dem Schmerz und ich vermute mal eher, dass es mit dem Schmerz zu tun hat, weil es halt echt sau unangenehm ist, die Spannung zu halten. Weil genau das ist das Problem auf der Seite gerade. Und ja, mein Gott, scheiß drauf. Guck mal schon wieder hin. Jetzt gucken wir zu den ganzen Assistenzen. Ja, das war, auf ich immer am wenigsten Lust habe. Ja, du Scheiße. Was muss das, muss, Bro? Never the end. A new challenge awaits. A test no man could be prepared for. A new hell he must conquer and destroy. A new level of growth he must confront himself. The machine and the ghost within. This is the journey of the man on the moon.